So, dann schauen wir uns doch mal um, wo wir sind. Okay. Hier hinten gibt es also Wasser und irgendwas schreit da. Moment, ich muss mal die Lautstärke ein bisschen runterdrehen, damit mich das nicht zu sehr irritiert. Was ist denn das da? Ist das ein Viech? Ach, okay, gut, das sind diese. Diese Dinger, mit denen man reisen kann, alles klar. Okay, ist abgeschlossen. Und das hier ist. Da komme ich gerade her, ne? Ja, da komme ich her. Ich finde es bloß interessant, dass hier quasi die Tür genauso heißt. Und da abgeschlossen ist. So, dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Da hinten bin ich quasi hergekommen. Da hinten bin ich hergekommen. Ah, ich kann schwimmen, das ist schön. Muss ich aber nicht. So, ich möchte mir einfach mal den Turm, also die Stadt ein bisschen angucken. Anschauen. Ich habe keine Ahnung, was, wo, wie, wer, warum. Wir schauen uns jetzt erstmal ein bisschen um. Und sind beim Leuchtturm. Den schauen wir uns jetzt mal an. Hey, da gibt's jemanden. Willkommen zu Sedanin, Fremder. Gibt es einen spezifischen Platz, nach dem du suchst? Nicht viel ist hier. Es gibt ein Handelshaus, den Zensus und das, Excise Office. Welche auch die Küstenwache ist. Und ein, Leuchtturm. Und das ist es schon. Silstrider Service. Geht nach Vivi, Balmor, Gnisis und Zuran. Die Straße geht nach Norden an Pelagiat vorbei nach Balmora und nach Vivi. Unser Haus ist also Südost nach Ebon Hard. Okay. Ich glaube, arg viel mehr brauche ich gar nicht wissen. Das ist Vedrano. Commoner, was auch immer ein Commoner ist. Er hat gehört, dass der örtliche Steuereinzieher irgendwer fehlt. Wobei das keine Überraschung sei. Denn er war hier nicht sonderlich beliebt. Ne, logisch nicht. Kein Steuereintreiber ist wirklich beliebt. Wenn du ins Hinterland reisen möchtest, trage immer ein bisschen Gesundheit, Lebensmittel, Medikamente und, was auch immer Blight ist. Salben mit dir rum. Kleines Geheimnis. Rede mit jedem. Reden ist billig. Frage. Wenn du nichts fragst, wirst du niemals lernen. Wahre Geschichte. Ich bin ein Commoner, was auch immer das ist. So ein Allgemeindings. Was immer getan werden muss, mache ich. Kochen, putzen, bauen. Backen. Making. Okay. Und Anfertigung und Zerstörung. Und nach deinem Akzent zu schließen, bist du ein Outlander, also einer von ein Ausländer, genau.
Und da ich neu zu diesen Gebieten bin, soll ich vielleicht ein bisschen lokale Folklore mit dir teilen. Was auch immer das ist, Folklore fehlt mir gerade ein bisschen. So. Besorg dir Essen, Zimmer und Sundries. Also quasi getrocknetes. Von Dingsbums Handelshaus. Aerialis. Dort findest du auch jeden, der dir Training anbietet. Nicht viel anderes in the way of services in this damp little squad. Nichts viel anderes wird hier in dieser Gegend angeboten. So, der erzählt mir da auch nicht wirklich viel Neues. Und das war auch nicht so. Yes, Outlander? Ja, wir haben doch schon geredet. Das war dann auch nicht sonderlich viel Neues. So, komme ich hier durch? Hier gibt's eine Lampe. Eine Laterne, die sollte ich ihm vielleicht nicht unbedingt klauen. Es hat ja geheißen, wenn ich sowas tue, dann kriege ich ratzifatzi Probleme. Deswegen lassen wir das lieber, zumindest solange er da ist. Ich gehe jetzt einfach mal hier die Treppe hoch, weil ich die Aussicht genießen möchte. So, kann ich das Brot hier einfach mitnehmen? So, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da kann ich nach außen gehen. Und mir das Feuer von dem Leuchtturm anschauen. Tolle Sache. So, ich kann da wahrscheinlich runterspringen und runterfallen, was wahrscheinlich nicht so gesund ist für mich. Da unten ist eine kleine Fackel. So, ich bin ein bisschen versucht, das Brot da mitzunehmen. Auf der anderen Seite möchte ich den guten Mann ja auch nicht bestehlen. Okay. Die Poeten haben recht. Es gibt etwas Lebensveränderndes über Verliebtsein, sagte bla bla bla. Welche manchmal so und so genannt wurde. Ich wollte schon seit Wochen niemanden oder nichts rauben. Why the other day I saw the door wide open at a wealthy house, but my mind was fully occupied with what I should wear on my wedding day. Und während an diesem einen Tag die Tür weit offen war zu einem wohlhabenden, also zu dem Haus eines wohlhabenden Händlers, drehten sich meine Gedanken ausschließlich darum, was ich zu meiner Hochzeit tragen sollte. Du warst sehr lang nicht in der richtigen Gesellschaft. Erwiderte ihr Freund bestätigend. You never told me what happened to your first husband, you know, the one the shaman gave you. Du hast mir nie erzählt, was zu deinem ersten Ehemann passiert ist. Du weißt schon, der, den dir der Schamane gegeben hat. Der wurde zerrissen von Aschghuls, also von Asche Ghuls. Wie übersetzt man Ghuls? Lächelte Kepki Kainja verträumt. Es war eher traurig, aber ich weiß, nothing like that would happen to
Woodwork, also nichts dergleichen wird zu Woodwork happen, ja, genau, wird Woodwork passieren. Er ist kein Abenteurer. Also, no life of adventure for him heißt, ja, er ist kein Abenteurer, sinngemäß. Er ist praktisch ein Imperialist. Wobei diese Imperial quasi, naja, wahrscheinlich hier irgend so eine komische Rasse sind. In der Tat ist er einer. Habe ich dir erzählt, wie wir uns getroffen haben? Hunderte Male. Grumble, also so, brrr, so vor sich hin. Nam, 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 nam. Ach, egal. Er war dein Gefängniswärter und er verweigerte dir Essen, bis du versprochen hast, ihn zu heiraten. Ja, das sind ja, ey, das sind ja mal klasse Sachen, ey. Boah. Hast du jemals etwas so Romantisches, so verrückt Romantisches in deinem ganzen Leben gehört? Seufzte Kepkaina. Und dann wurde sie ernst. Ich wollte sagen, dass ich hoffe, dass meine alten Freunde mir Glück wünschen. Aber wie Alt Bosriel zu sagen pflegte, es gibt keinen Sinn in. There is no point in hoping for what cannot be. Es macht keinen Sinn, auf etwas zu hoffen, was nicht sein kann. Wir werden mit den imperialen Rittern nach Balmora. So, wir werden sofort zusammen mit den imperialen Rittern nach Balmora aufbrechen. Also, sobald wir geheiratet haben. Aber solange wir in Dagonfell sind, wird die Gang eine Möglichkeit finden, mein Liebesleben zu unterbrechen und mich zurück ins Licht bringen. Ich weiß. As the day approached towards the Wrath Wedding's Day, there was certainly something sinister in the air that Capcania could smell when she was not transported by Hedy Bliss. Ja, ich frage mich gerade ein bisschen, ob wir das alles lesen müssen, weil eigentlich ist es ja bloß eine Geschichte. So, lege ich einfach wieder dahin. So, hier gibt's Paper. Da gibt's Brot. Na, ich lasse das eben alles mal. Oder ihr. Oder wem auch immer. Ich muss ja jetzt hier nicht gleich wieder mit Diebstahl anfangen. Obwohl es mich doch sehr interessieren würde, aber sei's drum. Bam. Okay. Hat mir nicht sonderlich wehgetan. Dann ist ja alles gut. Dann erkundige ich mal die Umgebung ein bisschen. So, was auch immer das hier ist. Vermutlich eine Pflanze. Genau. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich auch noch Pilze pflücken. Wow. Was willst denn du von mir?
Du Mistding.